Aha, da sind wir schon. Wie geht's dir, Stivo? So, von Devolver Digital. Ich glaube, es war sehr laut, ne? Gucken wir mal. Master Volume hat er sich nicht gemerkt seit dem letzten Mal. Das ist schade. Jetzt prächtig, danke. Prächtig. Prächtig klingt immer gut. Oh, so, ich muss mich mal so hinsetzen, dass man auch, dass ich mir meinen eigenen Kopf nicht abschneide. So. Weiß noch nicht. So. Gucken wir so. Apply. Mal schauen. Mir geht's immer gut, solange ich keinen Hunger habe. So. Ihr seht hier schon ein bisschen was von. Huch! Ihr seht ein bisschen. Huch! Ihr seht ein bisschen Jupian. Dankeschön! Danke, Lupian, für deinen Resub. 17 Monate. Alter, was? Dankeschön. Wie geht's dir? Danke, danke. Ja, ihr seht hier schon ein bisschen was. Ja, es ist sehr grün, beziehungsweise es wird sehr grün. Mal gucken. Ich habe sehr Bock drauf. Ich bin überhaupt kein Strategie-Gamer, okay? Ich kann das nicht. Das heißt, ich werde mich kacke anstellen, wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Aber das experiencen wir dann jetzt zusammen. Mich wirst du nicht so schnell los, ja, ich merke schon. So. Welcome to Terranil. Your goal is to rejuvenate this wasteland by covering the landscape in greenery. Genau, wir machen alles wieder schön grün. But before you begin, try panning by moving your mouse cursor to the edge of the screen. Okay. Ah ja. Alternatively, you can press and hold the middle mouse button. Try it now. Hat nicht geklappt. Ja, gut. Egal, kam ich jetzt nicht zu. You can also pan with the arrow keys or WASD. Give it a go. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin nicht so der nennt sich das? Tastaturmensch. Mir geht's warm und nass geschwitzt, aber ansonsten gut und müde. Das klingt doch okay, ne? Finally try zooming in and out with a mouse wheel. Ja, das macht Sinn. Any wasteland reclamation project should start with a Turbine? Ich weiß es gar nicht. Select and place one now. Okay. Fängt also mit Windenergie an. Achso, das können wir da hinstellen, wo Steinboden ist. Okay. Dann. Oh, okay. Das ist also das, was das, wofür das vielleicht Strom erzeugt wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Dann stellen wir das mal hier hin. So. Now that you have power, you can clean the soil. Try to fit 4 toxin scrubbers as far from the turbine as possible. Okay, also das zieht Giftstoffe aus dem Boden. Try to fit 4 toxin scrubbers as far from the turbine. Okay. Also damit das möglichst viel Areal abdeckt wahrscheinlich. Ne? Hier geht's schon nicht mehr. Wir müssen innerhalb des Radius der Turbine bleiben. Okay, dann machen wir mal einen hier. Ah ja. Now that you have power, you can clean the soil. Try to fit. Ja, haben wir schon. Genau. Cleanses nearby wasteland and ash tiles of toxins, converting them into fertile soil. Also es wird wieder brauchbare Erde. Okay. Vier Stück sollen wir machen, ne? Oh, das ist ja da schon gecovert. Müsste alles. Ja. Und nimmt das den Baum nicht mit. Wie böse. So. Oder Turbine, ja. Genau. Clean soil provides the perfect place to grow greenery. Place 3 irrigators on the clean soil. They can be rotated with a mouse wheel or R. Okay. Okay, das macht jetzt was? Da wächst dann Grünzeug. Okay. Warum hat das denn dann so eine Ecke? Ach, das kann man. Ah, okay. Warum ist das denn in manch. Hä? Wo ist das jetzt über Eck, ne? So ist es auch über Eck. Bleibt über Eck. Okay. Dann machen wir mal. Ne, guck mal, das ist nicht immer über Eck. Jetzt ist es so ein gerader Streifen. Dann nehmen wir mal einen geraden Streifen jetzt. Machen wir mal hier hin.
Der Lami, wenn er noch da ist, kann mir sagen, was ich alles falsch mache, weil denn der spielt ja, glaube ich, auch so Satisfactory und so oder alles wirklich, was irgendwie so mit Strategie zu tun hat. Und ich bin ja nicht so nicht strategisch, ne? Ja, deswegen. So, 3 Stück so haben wir davon. Guck mal, wie schön grün das jetzt dann ist. Voll nice. So, nehmen wir auch wieder so einen Streifen. Das passt hier für die Area ganz gut. So, und auch hier. Warum kann ich es denn nicht hier hinstellen? Das geht auch noch. Okay, dann platzieren wir das mal da ganz oben. Well done. You need to increase the greenery in the landscape. Get the greenery target to 25%. Okay, also wir müssen 25% grün haben. So, jetzt haben wir das Gröbste dafür ja gelernt. Das heißt, wir brauchen eine Turbine. Machen wir mal. Ja, brauchen wir. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Nee. Packen wir mal hier hin. Ist auch doof, dass man da nicht noch irgendwie Stein bauen kann, quasi. So, und dann müssen wir das hier irgendwie covern. So, wollen wir auch alles nehmen. Ich möchte das eigentlich auf 100% haben, ne? Das ist ganz klar. So. Ach, da haben wir nicht gut aufgepasst. Kann ich was zurückmachen? Ja, kann ich. Nice. Kostet mich das dann trotzdem? Wahrscheinlich. Aber dann haben wir da oben eine Stelle, ne? Dann machen wir das so. So. Sollte ja eigentlich reichen. Machen wir dann wieder Streifen und machen wir hier mal eine Ecke. Theoretisch kann man auch erstmal, warte. Hä, nicht ran so. Ich möchte das mal ziehen, wie bei. Ja, Frage ist, wie bei welchen Spielen denn? Bei welchen irgendwelchen Spielen zieht man immer? Ist das Rollercoaster von damals? Ist das irgendwie drin? Normalerweise ist Symmetrie der Key bei solchen Spielen. Aber auskennen tue ich mich da jetzt nicht unendlich. Aber ist ja schon mal ein Anfang, ne? So. Wir haben ja ein bisschen Geld. Aber es hapert wieder am Geld, ne? Wie immer. Na gut, hier ist noch das Wichtigste. Hier können wir ein großes Areal machen. Hier covern wir schon ein Areal, was es halt größtenteils schon gibt. So. Wir sind ja schon bei 19%. Das heißt, das läuft ja eigentlich schon ganz okay. Wir haben auch noch genug, um da noch einen zu bauen, ne? Fangen wir den mal hier hin. Und dann können wir ja hier auch noch eine platzieren. Guck mal, wir können es auch gar nicht ganz schaffen, weil hier kommt das ja gar nicht hin. So. Dann brauche ich auch gar nicht auch die Perfektion wieder versuchen. So. Da geht's nicht, okay. Aber das ist ja schon gar nicht so schlecht. So, und jetzt brauchen wir noch ein Grünzeug. Ein Grünzeug. Und jetzt kann man halt überlegen, nehmen wir einen Streifen. Aber der covert dann auch nicht mal alles, so, ne? Aber eine Ecke halt auch nicht. Wenn man die Ecke nicht gut platzieren kann. Aber hier würde ich meine Ecke nehmen, um sie auszuprobieren. So. Ah, jetzt wird es größer, okay. Möchte mehr. Jetzt sag mir nicht, das war schon die Demo, bitte nicht. Ich meine, dann schaffen wir mehr Spiele, ne? So ist nicht. Okay, nein, wir können. Ah, wir kriegen noch neuen Kram dazu. Okay. Aber keine Erklärung dafür. Das ist in Ordnung. Wir machen erstmal hier soweit fertig. Also fertig ist gut. Ah ja, hier gehe ich aber auf den Streifen, du. Kann ich da noch einen weiter? Nein, ich kann da keinen weiter mehr. Ach, natürlich nicht. Naja, dann ist das so. Das ist so schön, ne? Richtig schön. So, wir haben auch wieder ein bisschen Knete oder wir haben Blätter bekommen. Wir zahlen mit Blättern, offensichtlich. Müssen das ja auch noch covern, ne? Dann können wir ganz grob da so rein. Theoretisch können wir ja auch noch. Da kann ich nicht. Ah, da kann ich nicht hin, ne? No, dann haben wir dieses eine Fleckchen. Nein, dann müssen wir hier bleiben. Bei solchen Spielen muss man einfach Spaß haben. Wirklich perfekt optimiert kann man Sachen nur machen, wenn man das meint.
Set schon, also das mindestens schon einmal durchgespielt hat. Ja, das stimmt. Aber hier zum Beispiel, da kamen wir nicht dran, leider. Obwohl, wir könnten theoretisch noch das hier hinstellen. Ne? Kann man ja später noch gucken. Man muss ja auch gucken, wir haben ja nur so und so viele Blätter, ne? So. Frage ist, ob man halt hier schon eigentlich weitermacht oder ob man noch abwartet, dass man hier eigentlich was platziert. Aber hier kann ich ja gar nichts platzieren, oder? Guck mal, nur da hinten. Aber hier ist Hopfen und Malz verloren. Hier könnte man wohl noch platzieren. Ja, mit Windenergie kommen wir schon weit. Wir haben auch lustigerweise gestern, glaube ich, Timo und ich drüber gesprochen, über Energiegewinnung. Ja, wir haben immer die interessantesten Themen. Weil es eigentlich, wenn du überlegst, bei eigentlich fast allen Dingen geht es darum, dass sich was dreht. Ne, und ich meine jetzt nicht in diesen alten, was ist das, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaftssong vom Fußball, falls es sich was dreht, sondern ne, hier bei einem Windrad dreht sich das Windrad. Bei einem Wasserwerk dreht sich das Rad im Wasser und erzeugt dann Strom. Und das Lustige ist, dass da letztendlich im Atomkraftwerk ja dann auch letztendlich eigentlich nur ein Rad betrieben wird, mit dem dann Strom erzeugt wird. Also, um es ganz doll runterzubrechen, es wird letztendlich mit dieser Energie auch ein Rad gedreht, was dann Strom erzeugt. Wenn du überlegst, es ist zwar sehr effizient irgendwo, ne? Man kann da halt viel mitmachen, man kann viel Energie halt holen. Wir brauchen nicht über die Risiken eines Atomkraftwerks natürlich sprechen, das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Aber wie Timo es halt lustig fand, wenn du überlegst, so das Rad ist eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit damals gewesen. Und selbst im Atomkraftwerk benutzen wir diese Energie, um ein Rad zu drehen. Ne, das Einzige, glaube ich, was so halt aktuell auf dem Markt ist, was anders Strom generiert, ist ja Solar. Ne? Ansonsten sind es immer sich drehende Räder. Es ist eigentlich lustig. Jetzt auch nicht so traurig werden. So. Vielleicht so. Ja, da kann ich ja eh nicht. Das ist ja eh Brachland. Dann brauche ich ja gar nicht so weit gehen, ne? So. Ach so, denn ah nee. Oh Gott, nee, das war. Bin dumm. Das ist ja. Und davon, wenn man so viel redet. So. Ach ja. So. Weil das Braune brauchen wir ja gar nicht. Das ist ja schon. Bin dumm. Ich habe vor 15 Jahren schon gesagt, die Sporträder im Fitnessstudio ans Stromnetz anschließen. Ja, zum Beispiel. Aber auf mich hört ja keiner. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. Das war auf dem Zeltfestival Ruhr vor einigen Jahren mal. Da haben die ein Fahrrad aufgestellt in einem der Zelte und dann konnte man strampeln für Strom. Konnte irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten, 10 Minuten oder so strampeln oder auch länger, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und dann wurde dir gesagt, wie viel Strom du damit erzeugt hast. Ne? Das war cool. Ich glaube, ich habe es aber nicht gemacht, weil es irgendwie 34 Grad waren und ich hatte ein Kleid an. Aber ich fand die Idee richtig cool. Ich glaube, Timo hat das aber gemacht. Weil natürlich hat Timo das gemacht. So. Da wir hier sowieso nichts mehr machen können, weil wir hier kein Windrad platzieren können aktuell. Und was macht das hier? Water Pump. Pumps water to fill riverbed tiles. Ah, okay. Water cleanses neighboring tiles. Range is extended by elevation. Okay. Aha, das muss dann hier, okay. Ah, das muss dann an. Ah ja, okay. Wenn ich das möglichst weit mache, geht das auch weit. Interessant. Oh. Das ist sehr befriedigend. Und hier hört das Wasser halt auf, ne? Hier ist halt Ende Gelände. Timo hatte keine Ausreden. Ja, Timo wollte auch, ne? Ich wollte eigentlich auch, aber es ging einfach nicht gut. Wenn man mal tiefer in die Naturwissenschaften geht, stellt man fest, dass im Grunde alles durch Strudelkreise oder ähnliche kreisförmige Darstellungen beschrieben wird, beziehungsweise darauf aufbaut, egal ob sehr klein wie bei einem Atom oder sehr groß die Universen. Und ja, auch Energiegewinnung, Umwandlung und Nutzung. Ja, letztendlich ist ja auch der Kreis eine sehr, ja, energieschonende Form. Sehr effizient, ne? Und ich sag nur Uzumaki von Junji Ito. Junji Ito? Junji Ito.
Ich hab's nicht so mit Vornamen. Was ist das? Calcifier. Crystallizes nearby greenery, creating rock. Oh. Dann können wir hier also theoretisch ein Ding ins... Kann man das denn hinsetzen? Ach, ins Wasser. Ach, interessant. Können wir von dem hier auch noch eins bauen? Nee, ne? Ah ja. Dann können wir aber hier noch eins hinsetzen. Ne? Oder machen wir vielleicht eher da vorne, ne? Hier so. Ach, das ist ja spannend. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Das ist ja wirklich cool. Machen wir eher auf der Seite oder auf dieser Seite? Ich weiß nicht. Da können wir es wesentlich ein bisschen abschließen. So. Dann. Wir haben ja auch noch gar keins gebaut, ne? Wo machen wir das denn mal? Du bist zum Rand? Das geht ja gar nicht, ne? Wenn ja nur... Oder geht das darüber hinaus? Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Gucken wir mal. Das geht darüber hinaus. Okay. Ich klappe heute wieder viel zu viel. Das wird morgen lustig. Ab 11 Uhr morgens bin ich da und es wird easy 11 Uhr abends werden. Samstag bin ich dann halb tot. Mhm. Übrigens, ne? Samstag spielen wir ja drüben bei der Dalek weiter Wildcat Gun Machine, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mich gestern noch gefragt, warum mein rechter Unterarm so weh tut. Ich habe da wie so eine, nicht eine Zerrung, aber eine Überbeanspruchung. Und ich glaube, ich weiß wovon, weil ich mich so in diesem Controller gekrampft habe. Der Kreis ist ja quasi das Prinzip, was reingeht, was geht auch raus. Oder es existiert nur begrenzt viel und egal was passiert, es wird nicht mehr oder weniger. Kreise sind ja auch in Philosophie, Religion etc. von großer Bedeutung. Oder Mandalas, die nur aus Kreisen und Linien zwischen Schnittpunkten bestehen. Ah, ja, ja, klar. Kreis ist so das Ding, ne? Im Universum. Das stimmt. So. Wo setzen wir den jetzt hin? Das ist tatsächlich richtig cool. Ich überlege ja eh schon lange, ob ich mir das kaufen soll. Also, wenn es rauskommt. Machen wir es lieber hier? Oh ja, hier. So. Jetzt müssen wir aber langsam wieder was grün machen, ne? Das trifft es ganz gut hier um die Ecke, glaube ich. Es gibt ja noch mal Blätter. Weil, wenn wir was grün machen, fallen Blätter und dann haben wir Blätter. Ne? Ist ganz klar. So, da haben wir noch keine gute Stelle. Das mache ich später. Können wir hier schon? Eigentlich schon, ne? Da könnte man... Möchte ich die Ecke eigentlich haben? Nein. So möchte ich die Ecke haben. Ja. Kreide! Ach ja, das Controller-Krampf erinnert mich an Dark Souls oder Super Meat Boy. Ja, Super Meat Boy geht ja in die gleiche Richtung wahrscheinlich, ne? Und ja, ich habe vielleicht ein bisschen dauerhaft zu viel gedrückt, denn die Sehne in meinem Unterarm hasst mich. So, wo packen wir das denn mal hin? Möglichst weit hier rüber, damit wir diese Ecke auch nutzen können, ne? So vielleicht? Und dann... Machen wir, glaube ich, zwei Streifen, oder? So. So, das geht natürlich wieder nicht, klar. Warum auch? Weil hier dieser Scheißstreifen ist. Ich meine, wir können theoretisch noch einen... Theoretisch können wir hier noch einen hinsetzen, oder? Kostet der 4,50. Oh mein. Muss auch aufs Geld achten, leider. So, können wir den? Ne, können wir eh nicht mitnehmen. Okay, dann machen wir hier. Das ist doch auch ein Flussbett da. Kann man da auch schon was hinsetzen? Ja. Dann wird es da auch grün, ne? Nice. Also so schön zu sehen, wie das so fließt. Wir haben irgendwelche Punkte bekommen. Ich weiß aber nicht, was für Punkte. Das ist irgendwie hier so reingedröppelt, ne? Weiß es nicht, was das heißt, leider. So. Hier können wir, glaube ich, dann nicht viel machen in der Gegend, oder? Befürchte ich. Oder? Ja, ein bisschen Fluss. Aber da müssen wir was calcifieren, theoretisch, ne? Hier so. Und dann können wir da wieder eins bauen. So, ja. Rob. Die Schraube war ja auch eine frühe Erfindung nach dem Rad.
Damit soll man die hängenden Gärten von Ninive in Babylon waren sie nicht, okay, bewässert haben. Am Ende ist eine Schraube auch nur ein Kreis, der nach oben oder unten rotiert. Ja. Das ist eigentlich super spannend, wenn man sich das mal so bewusst wird, ne? So, wir wollen möglichst viel covern. Ja, hier. Oh, wir haben kein Geld mehr bald. Oh. Böses oh. Aber ich möchte hier die Ecke noch möglichst gut nutzen. Mit Geld habe ich es allgemein nicht so. So, aber jetzt kriegen wir ja wieder. Also, ich meine, jetzt bezahlen wir auch erstmal, aber. Dann machen wir so rum. Wie weit geht das denn hier? Okay. So. Geld gab das jetzt irgendwie auch nicht so, ne? Und hier müssen wir gucken. Boah, hier könnten wir auch eigentlich. Können wir nicht? Warum können wir denn hier nicht neues Wasser machen? Hier, oh, guck mal. Oh. Warum kann man denn da was hinsetzen? Das verstehe ich nicht. Aber sieht gut aus. Sehr nice. Oh, es ist so schön. Oh, guck mal, wie voll das jetzt ist. Oh mein Gott. Es glitzert so schön. Es ist voll hübsch. So. Dann versuchen wir das möglichst gut. Ich glaube, wir haben ja nur Ecken, ne? Ecken und gerade. Wir haben jetzt nicht irgendwie was Quadratisches. Nein. Leider nein. Dann passt, glaube ich, eine Ecke hier am besten. Die covert noch am meisten. So. Ich glaube, das covert am meisten noch. Nicht genug für meinen Geschmack, aber perfekt geht's nicht. So, wo machen wir denn mal weiter? Wir sind ja schon bei 83%. Ist ja gar nicht schlecht. Eine Schraube entsteht, wenn man der Rotation von zum Beispiel einem Kreis eine Translation in orthogonaler Richtung zur Rotationsfläche hinzufügt. Sorry, da kam der Maschinenbauer durch. Ja, total interessant. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde das voll geil. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Das ist ein Calcifier. Was ist das? Excavator. Creates a new riverbed, but poisons the land around it. Das ist aber doof. Warum? Uff. Okay. Ist auch sehr teuer. Ja gut, klar. So ein Riverbed kann natürlich hier zum Beispiel eine Menge machen. Dann müsste es halt wieder erst alles. Kann das hier auch nicht machen. Guck mal. Ich kann den hier auch nirgendwo hinsetzen. Nur wohin setzen, wo halt schon was hübsch ist. Ne? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel was hinsetzen. Weiß nicht, wie viel das halt bringt. Weiß ich nicht. Bin noch nicht so Fan von. Noch nicht. Rotation, Kreisbewegung um einen Punkt. Translation, Bewegung in eine Richtung ohne Kreisbewegung. Ah ja. Man lernt nie aus. So, das haben wir. Nachbarn brechen offensichtlich durch die Decke. So. Trifft es hier ganz gut. Und noch in die andere Ecke. So. Dann bitte einmal grün. Ich glaube, hier eignet sich ein Streifen wieder ganz gut. Wenn wir Platz haben zumindest. Da brauchen wir mehr. Ich hätte das nur 3% gemacht. Das ist ja grauenvoll. So. Und. Kommen wir hier noch runter? Nice. Und hier zum Beispiel ist nichts, ne? Und da können wir. Und ja, wir können hier noch eine hinsetzen mittlerweile. Blub. Können wir zumindest in dem Bereich. Hier hinten. Oh, doch. Oh, da können wir was hinsetzen. Das ist aber praktisch. Das geht. So. Das nimmt auch viel, ne? So, ich glaube, hier ist die Ecke tatsächlich mal praktisch. Nice. Das ist perfekt. Oh, wir sind schon bei 97%. Aber gelesen, man habe sich die Idee für die Schraube von der Rinde einer Palme geholt. Die war nämlich schraubenförmig. Wie so oft von der Natur inspiriert. Ja. Ja, es ist schon ziemlich satisfying. Es wird dann einfach auch so hübsch. Es ist wirklich sehr hübsch. So. Next. Setzen wir das denn mal hin. Damit wir möglichst viel davon haben, wäre hier eins gut.
Oh. Ich kann das auch noch erweitern. Ich möchte nicht, dass es bei 100 jetzt aufhört. Eigentlich. So. Schon noch das Maximum rausholen. Kann auch noch einen hinsetzen für die hintere Ecke. Ich weiß nicht, wann gut ist. Muss perfekt werden. So, und jetzt aber noch grün, sonst bringt es ja alles nichts, ne? So, Streifen lohnen sich hier, glaube ich, schon. Oder? Gucken wir mal. Ja, ich bin aber noch nicht fertig. You have successfully repopulated this wasteland with plant life. Now increase the biodiversity of the ecosystem by restoring 3 biomes. Press the... Ist das, soll das 2 heißen? 2-tap? Achso, da unten. Ah. Below to access new buildings. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Ich möchte... Danke. Ich möchte hier erst noch grün machen. Entschuldigung, wir sind noch nicht fertig. So. Hör jetzt auf. Da. Da. Kommen wir noch einen weiter? Perfekt. So. Okay. Jetzt. Oh Gott. Das ist aber eine Menge jetzt. Ein Research Center reduces the cost of scrubbers, pumps, calcifiers and excavators and makes excavators smaller. Okay. Also ich gehe mir übrigens davon aus, dass das Originalspiel dann später, das fertige Spiel, natürlich auch auf Deutsch geben wird, ne? Auch wenn sich das auf Englisch sehr gut selbst erklärt. Creates wetland can only be built on an irrigator near water and not on high ground. Okay, also wir brauchen hier Wasser und Wald und Wiese. Swarming bees pollinate nearby greenery. Creating Finbow's Flowers. Oh, nice. Damit fangen wir doch mal direkt an. Wo kann man das denn hinsetzen? Ist egal. Wie geht das denn? Da muss man, glaube ich, erst diese Bäume für haben, oder? Oder. Ah, nee, das sind die. Ah, die Bäume hier. Ah. Oh. Oh, das ist schon sehr schön. Das ist halt sehr nice. Mm. Haben wir auch schon fast voll. Einen noch. Richtig schön. Boah, wirklich satisfying, ey. So. Dann brauchen wir noch Wasser. Wir brauchen aber noch Wald. Da müssen wir gucken. Was ist das? Arboretum. Arbor. Was? Uses nutritious ash to create forests. Can only be built on a burnt building husk. What is a burnt building husk? Okay, das geht hier nirgendwo, oder? Hm? Gucken. Aber wir haben sowas hier gar nicht. Müssen wir das vielleicht erst machen? Wir haben keine Burnt Building Husks. Okay. Das? Solar Amplifier. Strengthens the sunlight in an area around it, allowing for the lighting of fires. Okay. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber wir probieren mal, was das... Solar Amplifier. Ja. Cool. Was macht das jetzt genau? For the lighting of fires. Ich kann... Okay, was ist das? Desiccator. Starts a controlled burn. Ah, okay. Fire will burn greenery, finbows and most buildings. But will leave behind nutritious ash. Okay. Dann machen wir das mal. Okay, wir müssen zerstören, um wieder aufzubauen. No, no, stop, 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 stop. Waldbrand, 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 Waldbrand. It never... Stop. Stop. Scheiße.
Oh. Ich habe das Gefühl, das wird Wald. Das wird alles Wald. Ich bin fast am Weinen, ey. Wald. Ganz viel Wald. Guck mal, wir kommen in Deutschland. Ja, wir bräuchten dann wieder ein bisschen mehr Wiesen. Ja, wie können wir denn jetzt hier wieder, können wir wieder Fertile Ground rausmachen, ja? Das wäre nett. Ja? Okay. Bin ich ja beruhigt. Uff. Das war aber schon ein bisschen hardcore. Shiga hat voll, voll gemacht. Ja, hallo Lina. Ich wusste nicht, also... Ja, ich habe vorhin noch darüber geredet, dass man eine Schneise braucht, dass sonst alles abfackelt. Es ist ein sehr realistisches Spiel. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was an diesem Feuer jetzt irgendwie kontrolliert war. Es hieß, es ist ein kontrolliertes Feuer. I didn't have control. Buenos, ja! Übel. So. Ja, ja. Warte, es ist, wir haben ja ein bisschen Geld, ne? Wir können ja ein bisschen hübscher machen. Ich möchte ja nicht, dass hier das alles so verdorrt ist jetzt da drin. So, aber hier können wir noch ein bisschen... Minus sieben was? Okay. Was ist eigentlich, wenn ich hier drauf sitze? Minus 97 was? Gefällt mir nicht. Ist eine rote Zahl, es gefällt mir nicht. So. So. Hatte das jetzt vorhin hier gar nicht gemacht? Oder habe ich das gar nicht... Das ist, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Das hier auch? Eigentlich egal. So. Terranil ist sehr cool, ja. An sich schon. Wenn ich einmal die ganze Map abbrennt, ist alles in Ordnung. Möchte nur zeigen, wie ihr es nicht machen müsst, ne? Kennt man ja. So lange war es gut für die Natur, haben sie gesagt. Schön, danke, Chiara. So, dann bräuchten wir wieder ein paar Bienen, nachdem wir die letzten alle niedergebrannt haben. Tut mir leid. Das ist unangenehm. Aber dann kann ich erst noch hier kommen. Dann machen wir nochmal hübsch. So. Bienchen und Blümchen. So. Mokka, nein, lass das Haus stehen. Wir haben schon genug Wald gerodet. Ich lass das Haus stehen. So. Was ist denn, wenn ich das hier hinstelle? Wird das dann hier zu dem... Ach so, okay, dann um den Wald rum. Das ist ja praktisch. Das ist ja hübsch. Oh, sieht das grauenvoll hier aus, oder? Schlimm. Was habe ich nur angerichtet? Hier ist ja nur Wald. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Gut, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ich könnte ein bisschen mehr Musik haben für meinen Geschmack persönlich. Wäre eins der Spiele, wo vielleicht viele Streamer dann ihre eigene Musik laufen lassen. Hier ist auch... Da könnte ich den nochmal... So, du ein Streifen? Ja, du bist ein Streifen. Wusch. Ah. So satisfying. So, dann mach hier nochmal Wiese, dann haben wir das voll. Und dann brauchen wir noch Meeresbiotop. Da weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Was mit dem Hydro-Gedöns, ne? Creates Wetland. Verstehe ich jetzt noch nicht, wo das geht. Can only be built on an Irrigator. Ist das ein Irrigator? Nein. Das ist ein Irrigator? Das ist ein Irrigator. Ach so, das Gründing. Das Gründing ist ein Irrigator. Ah, okay. Ah ja.
Es ist doof, weil ich hätte hier ganz. Aber ich könnte ja. Warte. Ich kann ja calcifyen. Und hier noch was hinmachen. Wir haben ja genug Blätter. So, brauchen mehr Energie. Mehr Energie. So. So. Nach hinten geht das auch noch. Wunderbärchen. Ich muss sogar noch runtersetzen. Ah, nee, ist ja schon. Bin ich dumm? Oh Gott. Ich kann nicht so gut unterscheiden zwischen diesen beiden Brauntönen. Ich bin anscheinend ein bisschen farbenblind hier. Hier kann ich aber noch was hinsetzen. So. Wenn ich jetzt nochmal calcify hier an der Ecke, sollte das auch reichen, ne? Und hier kann ich ja grün machen, theoretisch. Ach, hier hätte ich auch einfach eins hinsetzen können, egal. Und nochmal. Natürlich ist hier immer alles kacke und kann das dann nicht hinsetzen. Natürlich. So. Die Ecke lohnt sich eigentlich. Obwohl doch, ja komm. Weil jetzt möchte ich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt so ein Ding da draufsetzen. Geht nicht. Warum nicht? Warum geht das nicht? Ein Irrigator near water. Okay, wie near muss der denn sein? Hä, das ging? Der geht. Der nicht. Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir hier noch einen hinsetzen. Der ist ziemlich near water, finde ich. Dass ich near water ist, weiß ich auch nicht. Ja. So. Das ist jetzt so ein Sumpfgebiet. Okay. Okay. Alright. Schön mit den Vögeln, die hier so rangeflogen kommen. Sehr süß. Das ist schon echt cool. So, ich brauche hier aber auch noch was. Denn schon. Reicht das, wenn ich das... Warum kann ich das denn nicht hinsetzen? Entschuldigung, das ist ein Stein. Hallo? Warum geht das nicht? Zu nah dran an dem anderen, oder wie? Ich kann hier keine mehr hinsetzen. Warum nicht? Meh. Dann calcify ich halt. Ich mache mir halt meinen eigenen coolen Kram. Ich möchte halt auch eigentlich mal gucken, wie das aussieht. Was geht dann nur auf... Achso, nur auf dem schönen Land. Dann ist das eh egal. Ich möchte auch eigentlich gar nicht so ein Terraforming machen. Also, dass ich dann hier noch so neue Gräben ziehe. Bin ich eigentlich gar nicht so Fan von. Was muss da stattdessen hin? Genau, der Calcifier. So. Dann können wir da aber noch eins platzieren, ne? Ja. So. Und dann können wir hier auch noch... Da wird sich jetzt tatsächlich mal... Nein, so, genau. Und dann können wir da das draufbauen. Und dann wird das auch ein Sumpf. Aber Sumpf dauert echt, ne? Bis sich das hier füllt, links. Ihr seht meinen Mauszeiger jetzt nicht, aber hier links in diesem Dreier-Ding. Gar nicht so einfach. Was ist denn, wenn ich jetzt so ein Ding baue? Darf nicht oben sein, hieß es, ne? So. Und das ist ja... Ne. Achso, falsch. Nee, das ist dann nicht mehr in Wassernähe, obwohl das eigentlich in Sumpfnähe ist, aber das reicht nicht. Okay. Dann haben wir nicht so viel Auswahl, wenn es um den Sumpf geht. Warum geht das jetzt nicht? Das ist doch sowas von in Wassernähe. Aber so, ah, es ist oben, glaube ich, ne? Ja, okay. Mein Fehler. So. Das macht hier nicht so viel, leider. Das ist schon eins, oder? Oder bin ich doof? Nee, doch nicht. Okay. So. Es läppert sich, wenn auch langsam. Das ist nicht nah genug dran. Was
ist denn, wenn ich hier noch ein Karls Feuer hinbaue? Kann ich hier noch ein Windrad machen? Und dann alles hübsch. Und gucken, was sich hier lohnt. So, ist eigentlich egal. Lohnt sich alles so halb nur. So. Aber das ist ja wohl in Wassernähe, oder? Ja. Oh, auch wieder so ein bisschen. Wir müssen hier eigentlich noch was hinbauen. Hier ist eh noch alles. Ich weiß auch nicht, was hier für ein Feuer gewütet hat. Muss tragisch gewesen sein. War bestimmt ein Blitz. So. Das können wir eigentlich schon wieder hübsch machen, ne? Was können wir dann nur dahin bauen? Ah, okay. Ja gut, das kann man ja machen. Dann machen wir den Kerzenfeuer nämlich nach hier hinten. Setzen hier noch eins hin. Oder nehmen wir hier. Hier wäre halt praktisch, wenn wir hier Wasser hätten, ne? Hm. Hier noch irgendwo. Ah doch, wir können Wesen noch hier in die Richtung setzen. Das geht ja sogar. So. Es muss in Wassernähe sein. Setzen wir einmal hier oben hin. Ich weiß halt nicht, ob das hier schon wieder keine Wassernähe mehr ist. Da müssen wir mal gucken. Immer noch nicht. Hier können wir auch noch einsetzen. Ist der genug in Wassernähe? Das wäre gut. Weiß ich nicht. Das reicht. Ja. Aber es reicht trotzdem noch nicht, um fertig zu werden. Guck mal, wie schön das jetzt schon ist, ey. Wow. Wir wissen, wie es vorher aussah. Und wie es zwischendrin drin aussah. Diese komischen schwarzen Häufchen, das ist sehr belastend. So. Ja. Sollte wassernähemäßig hoffentlich ausreichen. Ja. Immer noch nicht. Nein. Schande. Da machen wir aber trotzdem hier nochmal grün. Denn schon, denn schon. So. Auch wenn es nicht in Wassernähe ist. Wir müssen nur gucken, dass wir noch einen Wassernähe bauen. Theoretisch könnten wir dann halt nicht die Bienen verjagen jetzt. Das ist das doof gewählt. Ich hätte das hier hinten im Wald dann mehr machen sollen wahrscheinlich. Oh, hier können wir vielleicht noch einen hinbauen, oder? Da? Warum sagt er mir denn, dass ich das da hinbauen kann, wenn ich es da nicht hinbauen kann? Mokka, lass das Haus stehen. Aber guck mal, da geht noch. Da müsste doch das noch reichen. Komm. So. Ja! Nice. With biodiversity restored, we can begin the process of cleaning up. You need to construct an airship of recycled materials. You've also been given access to advanced weather technology. Was? Oh Gott. Airship allows for the construction of the airship with materials recycled from other structures. Must be built on a riverbank. Okay. Recycling drone travels along rivers to call. Was müssen wir denn aufräumen, außer ein bisschen Holz, was jetzt hier verbrannt rumliegt? Okay. Ein Silo. Removes other buildings and stores a portion of their cost. Ha? Ach, muss man die Sachen dann gar nicht stehen lassen? Ist das Ökosystem jetzt wieder hergestellt und kann von alleine arbeiten? Okay. Loading dock. Loads recycled material from the surrounding buildings and silos onto a recycling drone. Allows recycling drones to travel up and down waterfalls. Oh Gott. Da wird es dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert für mich später. Humidity pylon. Uses water and wetland to increase humidity, but wasteland decreases it. Ah. Macht das denn? Das ist so ein Wetterding, ne?
Machen wir mal hier hinten irgendwo. Das ist unterschiedlich, okay. Plus 10%, 8%, 8, 13. Guck mal, hier ist doch voll viel Wasser. So. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt bringt. Also da ist jetzt feuchter, das ist schön. Ich weiß aber nicht, was das bringt. So. Erstmal müssen wir dieses Recycle-Plane, das Aircraft bauen. Aber irgendwie passt das nirgendwo. Das ist ein bisschen belastend. Hier ist ja ein bisschen Platz, ne? Nein? Ja, Kind. Ah, da. Gut, dann wohl da. Ich bin ja froh, wenn es überhaupt irgendwo passt. So, und jetzt? Allows for the construction of the airship with materials recycled from other structures. Must be built on the riverbank. So. Das ist jetzt so ein, wie heißt das? Recycling Drone? Da kann ich sonst keine bauen. Okay. Removes other buildings and stores a portion of their cost. Okay. Dann saugt mal die Gebäude ein, die das hier wohl nicht mehr braucht anscheinend. Okay, 6% haben wir jetzt. Okay. Oh, es gewittert. Okay, es gewittert im Spiel. Es soll heute um die Uhrzeit jetzt auch hier gewittern. Deswegen, ne? Es hätte ja auch, ne? Ah, jetzt kann es regnen. Guck mal, oh, da sind jetzt Rehe. Oh, guck mal. Oh, voll schön. Oh, oh, das kann auch regnen. Es hat eine Wetter. Oh, wie geil ist das. Oh. Also entweder die Gebäude sind sehr klein oder die Rehe sind sehr groß. Okay, ich baue das jetzt auf die Rehe. Ist nicht schlimm, ne? Okay. Und das Ding hier, was macht das? Travels along rivers to collect recycled material from loading docks. Da freue ich mich über Loading Dock, ne? Loading Dock. Okay. Oh Gott, das ist echt schwierig. So. Das nimmt das dann auf. Und dann fährt das Schiff dahin. Oh, wie süß, guck mal. Also ein Loading Dock kann ich ja hier schlecht hinsetzen, oder? Nimmt das ja nicht. Ach, das nimmt das dann, macht das dann weg. Hä, warum? Loads recycled material from the surrounding buildings and silos onto a recycling drone. Okay. Aber es nimmt ja nur aus dem... Also, aber hier geht ja nicht. Da kann ich ja keins bauen. Wir brauchen in Zukunft mehr Flüsse. Offensichtlich. Hier kann ich ja irgendwo eins bauen, hoffe ich mal. So. So, und dann kann ich das ja hier hinbauen. Oh, hier sind auch noch Dinger, ne? Dann sollte ich erst noch... Dieses Silos finde ich ein bisschen komisch. Da bin ich jetzt noch nicht so drin. So. Aber ja, es muss alles wieder abgebaut werden, weil das Ökosystem braucht das nicht mehr. Okay, 31%. So. Das covert recht viel, ne? Wusch, ja, gut. Dann direkt. Kann ich das in. Ja. Was macht das nochmal? Allows recycling drones to travel up and down waterfalls. Achso, okay. Haben wir noch nicht das Problem, glaube ich. Obwohl, vielleicht brauchen wir das irgendwo. Ja. Oh, das ist noch irgendwo. Reicht er uns ja an, wenn es irgendwo geht. Aber wir haben eigentlich gar nicht so viele Waterfalls, ne? Oder? Ich glaube, das war das Einzige. Wo quasi eine, wie nennt sich das,
eine Schleuse gebaut. Okay. Also, wir sind wieder beim Abriss hier. Quasi. So. Okay. Muss er erst reinkommen. Eine Hälfte haben wir. War gespannt, weil manche Sachen kommen wir nicht dran, offensichtlich. Holt den an den Schuh. Dann lag. Ah, ne, an den kam er nicht dran, so war das. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Flüsse, weil sonst kommen wir hier nicht dran. Guck mal, Frosch. Noch viele Frösche. Ah. Voll cool. So, dann gehen wir erstmal die Flüsse entlang. So, das nimmt schon mal eine Menge ein. Wo würde ich denn platzieren? Da nur. Okay. Das geht gerade noch so, ne? Und überhaupt dahin? Ah, doch, da oben, okay. Und jetzt saugt das alles ein. 70%. Da geht's weiter. Hast du gesehen? Ja, okay. Oh, da kommen Fische. Oh, Gewittersound, ne? Das macht mich glücklich, ey. Also ich brauche doch nicht so viel Musik, wie ich dachte. Ich krieg Gewittersound. Alles ist gut. So. Oh, ein Bär. Oh. Das ist voll schön. So. Nimm ich jetzt noch mit? Ja, gut. Nein, dann brauchen wir erstmal noch den hier. So, wer ist Fan von Gewittersounds und wer mag es gar nicht? Gibt ja beides, habe ich gehört. So. Hol das doch schon mal hier ab und... Oh Gott, nimmt er das noch? Nee, ne? Oh nö, ich bin minimal zu weit. Dein Ernst? Scheiße, mal gucken. Hütchen kommt. Aber vielleicht reicht es da. Ah, 86. Ich liebe Gewittersounds, fühle ich. Nice. 1%. So, kann ich das so stückchenweise machen? Lass mal gucken. Das wäre ja auch cool. Warte. Ich habe so eine Idee. Nehme ich das dann mit? Ja, okay, ich kann die stückchenweise wieder, also ich kann das so versetzen quasi. Immer stückchenweise mich zum Wasser bewegen. Okay. Das ist zwar nur mäßig effizient, aber es funktioniert und das ist gerade das Wichtigste. 97%. Perfekt. So. Und dann noch hier hin. Das könnte dann reichen eventuell. Oh, da haben wir auch noch einen, ne? Machen, dann kann er noch alles mit reinsaugen. So. Yay! Waiting for Drone. Dann fahren wir mal mit der Drohne mit, wa? Oh, wie schön das jetzt hier ist. Guck mal. Jetzt sind auch die ganzen Gebäude weg. Oh. Aus den Sachen haben wir jetzt dieses Flugschiff gebaut. Ja, ja. Was man so macht, ne? Launch. Oh, wir können jetzt... Oh, ich kann auch, wir können auf den roten Button drücken. Das ist schon sehr nice. Der rote Button ist immer was Gutes. Nicht wahr? So, Final Fantasy geht dann jetzt los. Ja, nimm die Drohne mit, genau. Die soll er nicht verschimmeln. Oh, die ganzen Tiere, ey. Voll schön. Wasteland Reclaimed.
Oh, wie schön das hier ist. Ich könnte weinen. Das war quasi ein Level. Also, das war jetzt in diesem Sinne natürlich auch das Tutorial, beziehungsweise die Demo, ne? Aber krass. Alles eine Sache des Betrachters. Also, irgendjemand findet es immer gut, auf den Grundknopf zu drücken. Ja, true. Jetzt gerne nochmal rausgezoomt gesehen, aber nicht so rausgezoomt. Da sehe ich ja nicht so viel. Ah, okay. Man geht... Oh, guck mal. Oh, ich wünschte, wir könnten das mit unserer Erde auch machen. Aber der Zug ist lange abgefahren. Das wird nicht passieren. Ey, was für ein geiles Spiel ist das? Ey, wie geil ist das? Mega. Es ist noch viel schöner, als ich dachte. Ich dachte, ja, du machst da Sachen grün. Aber ich hatte keine Ahnung. Du machst Sachen grün. Weißt du? Ja. Gut, das war unser erstes Spiel heute, Terranil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt rübergehen und das wishlisten. Nice. Habe ich schon gewishlistet, glaube ich. So. Das war unser erster Streich, doch der zweite folgt zugleich.